So, ja, ich habe so eine wichtige kleine Nachricht für euch, und zwar wird Hack City demnächst dem Ende zugehen, und zwar in Part 20 wird wahrscheinlich der letzte Part sein. Der nächste Part wird wahrscheinlich so eine Gruppenkonferenz sein, und ja, es läuft hier einiges falsch. Willkommen hier zu einem neuen Part Hack City. Ich bin heute wieder alleine und ich nehme nicht nochmal am gleichen Tag auf. Nein, und ihr seht auch schon unten in der Lebensleiste meine Zusatzherzen. Die haben sich irgendwie verdoppelt, als ich aus Testzwecken einfach mal kurz gestorben bin, ob da alles noch funzt mit Keep Inventory. Weil der Niklas irgendwie sagte, der hat sein Inventar verloren, als er gestorben ist. Ich habe es zweimal ausprobiert, es ist nichts verloren gegangen bei mir. Ja, und jetzt einfach durch den Tod habe ich einfach mehr Zusatzherzen. Niklas sagt, es ist gewollt. Wenn er es so sagt, dann okay. Er kennt sich mit Texte aus. Ach ja, hier habe ich gestern noch offscreen nach der Aufnahme noch kurz die Regale hier hingestellt. Für so ein paar Sachen und so. Und Skype sollte ich vielleicht ganz kurz. So. Ja, ich habe so eine wichtige kleine Nachricht für euch, und zwar wird Hack City demnächst dem Ende zugehen, und zwar in Part 20. Part 20 wird wahrscheinlich der letzte Part sein. Der nächste Part wird wahrscheinlich so eine Gruppenkonferenz sein, und ja, es läuft hier einiges falsch. Ich kann es euch gerne erklären, was hier abgeht. Und zwar wurden bei Joel alle Chocobos getötet, bei Niklas zum Beispiel wurde die ganze Rüstung vom Rüstungsständer gestohlen, oder 27 Elektrogesenzen wurden von Niklas gestohlen. Niemand weiß, wer es war. Ich weiß sicher nicht. Ja, es ist einfach schade, weil mir hat das Projekt hier Spaß gemacht, und ja, kann man jetzt nichts machen. Ich finde es einfach nur schade, dass es solche Leute gibt. Und also diese Part wird noch normal sein, ganz normal, vielleicht auch nur 15 Minuten lang, ich weiß nicht, je nachdem, wie lange ich noch was zu bauen habe. Dann geht's los mit dem nächsten Part, mit Part Dingenspumschen. Nein, mit Part 19, kann das? Ja, 19, genau. Da werde ich dann ich muss hier gerade mal das ganze Zeug drauf. Da werde ich dann eine Gruppenkonferenz einleiten, zumindest mit all denen, die gerade online sind. Mit den anderen muss ich es selber mitteilen. Es ist schade, weil ich habe gesehen, euch hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Und das habe ich eindeutig in den Kommentaren auch gesehen, an den Videobewertungen und so. Es ist schade. Es ist wirklich schade. Es tut mir auch leid für Flexi und alle, die auch aufgenommen haben, und ja. Aber falls ihr jetzt denkt, oh Scheiße, der hat so ein geiles Projekt gehabt, nein. Jetzt kommt sicher nur noch Scheiße. Nein, ihr könnt euch darauf verlassen. Ich habe dafür gesorgt, dass nochmal geile Projekte kommen. Es wird zwar nicht nochmal so ein Großprojekt sein wie Hack City. Ja, aber es werden so schon so Sachen sein, die nicht so oft auf YouTube sind, ja. Ich freue mich dann auf jeden Fall schon drauf, und ich kann ja schon mal eins ein bisschen spoilern, und zwar wird das dann wahrscheinlich vielleicht ein paar Adventure Maps so sein. Und ja, ich werde einiges machen. So viel wird sicher sein. Ich werde hier noch ein bisschen Platz schaffen müssen. Übrigens, die Map gibt es auch für euch zum Download. Also in Part 20 dann, im Best of, wird es die Map zum Download geben. Ich danke auch nochmal Nitrate, dass er uns den schönen Server hier gesponsert hat. Ich bin ihm wirklich sehr dankbar auch. Auch wenn teilweise Nitrate seine Richtung missbraucht hat. Gut. Ja.
Was soll man machen? Es ist halt jetzt so und jetzt kann ich nichts mehr daran ändern. Ja. Es ist einfach schade, dass man sich leider nicht auf alle Leute so verlassen kann, wie ich dachte. Ja. Ich dachte eigentlich, man kann sich auf die Leute wenigstens ein bisschen verlassen. Aber ich merke schon, so ein Großprojekt wird es bei mir nicht so schnell wiedergeben. Und es hat mir selber sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte auch so bald aufgehört, habe ich ja schon im letzten Part gesagt. Ich habe einfach in Hex City alles erreicht, was ich wollte. Ich habe ein goldenes Chocobo. Ich habe Scale und Tiefrüstung komplett. Ja, es ist leider ein kurzes Projekt gewesen. Es ist schade, aber es ist leider so. Und kann man jetzt nichts mehr daran ändern. So. Ich craft hier noch ganz kurz ein bisschen Zeug. So. Hoppala. Wow. So, da haben wir noch so ein Armor Stand und so Sword Panels. Pet Style. Keine Ahnung, mir wurscht, wie die heißen. Quantum Gorgels. Ich habe zwei Armor Stands. Ja, ne? Gut. Das dahin. Und kann man das auch? Ja, kann man auch. Sehr schön. Kann man Schilder da auch in die Sword Pet Style packen? Aber hier rein, oder? Ja, das kann man machen. Sehr schön. Ich mache jetzt einfach mal alles an Werkzeug. Oh, 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 da haben wir noch Schwerter. Schwerter, ich mag Schwerter. Schilder. The Soul Reaper. Passt. Da ist nichts drin. Der Ninja Dagger. Das da, das da. Ups. Nochmal ein Trickster Dagger. Eine Meteoritenaxt. Ein Freezer Raid Helmet. Ein Hookshot. Diamond Pickaxe. Nochmal eine Diamond Pickaxe. Staffs. Iron Shields. Bla bla bla. Also ich will das hier alles so ein bisschen ordnen. Nochmal Soul Reaper. So. Haben wir hier nochmal. Wartet. So, meine Mutter war gerade da. Die wollte, dass ich erst komme. Mein Entschuldigung kommt nie, der sieht scheiße aus da drin. Kann man Soul Reaper da rein? Ja, komm. So, das alles da so ein bisschen rein. Das da, das da, das da, das da. Ja. Für ein Freezer Raid Helmet habe ich keinen Platz mehr irgendwo. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Das nehme ich auch. Ups. Das, das. Das, das, das nehme ich ebenfalls mit. Den Staff hier nehme ich ebenfalls mit. Wie sieht's aus, wie sieht's aus? Habe ich hier jetzt alles langsam? Steinschwert hier, ja komm, Steinschwerter muss ich jetzt aber echt nicht mitnehmen. Hier noch ein Soul Reaper und so ein Stab. Ein Healing Staff, da habe ich einen einzigen Mal gemacht wegen Joel, weil der ja damals noch nicht so stark ausgerüstet war. Eine Longshot oder eine Longshoot, keine Ahnung, wie man das auch immer ausspricht. Hier, das Zeug kann man alles schönstens mitnehmen. Hier der Revolver. Oh, hier ein paar Staffs.
Coole Bögen. Hier habe ich alles, ne? Und hier noch. Nee, nichts Wichtiges. Oder? Nein. Hier habe ich schon und hier dürfte ich auch schon. Nein, hier habe ich noch. Hier habe ich noch. Oha, da muss ich nochmal rauskommen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hier wird alles voll, du. Ups. Das gehört hier noch rein. Das gehört hier rein. Oh Gott, Alter. Richtig voll hier. Die Schilder. Nochmal ein Schild. Eine Schaufel. Ein Legia-Bow. Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Zeug habe. Ironhoe. Ich nehme jetzt wirklich jeden Scheiß mit. Ich habe da draußen ja noch genug Platz. Sorry, wenn es für euch gerade ein bisschen langweilig ist, aber Ordnung muss auch mal herrschen hier. Wenigstens ein bisschen Ordnung. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Oder? Nee. Nee. Nein, hier ist nichts mehr. Habe ich größtenteils einfach alles mitgenommen. Ah, das kann ich noch. Eisenschaufeln sind doch eigentlich ganz wertvoll. Ja, komm, aber normale Bögen muss ich jetzt echt nicht. Pfeile hier. Nein. Warte mal, kann man den Clock of Destroy bla irgendwas? Hä? Ein Diamond Shield kann man anziehen? What the fuck, was ist das für ein Bug? Das ist sicher nicht gewollt. Mann, das will ich nicht. Ich will das hier. So, genau so will ich's. So. Ist das Zeug da rein? So, so. Den da rein. So. Dann hätte ich das hier auf jeden Fall hier drin eingerichtet. Da habe ich noch ein bisschen Platz, aber ich werde hier sowieso nichts mehr hinbekommen. Ah, warte, hier ist noch Firestaff. Hab ich ganz übersehen. Und den Boomerang tue ich da auch rein. So, und den Swordpadstall. Komm, den lege ich einfach da rein. So. Wo sind meine Fackeln? Wo habe ich denn meine Fackeln hingepackt? Habe ich die da irgendwo reingepackt? Ah, keine Ahnung. Ist doch egal. Okay. Spider-Hook. Hier draußen wurde auch bei mir schon wieder alles abgeerntet und das war nicht ich. Ja, gut. Hoppala, ich hab da ja noch Zeug. Ich dachte, ich bin dumm. Ich bin dumm. Leute, ey. Was soll das Schnick? Ey, keine Karotten von mir rein. Volltreppe. Ne, komm, das muss da echt nicht rein. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Regale wohl gemacht. Irgendwo lungern da jetzt auch meine Fackeln rum, keine Ahnung. Den hier. Scheiße. habe ich echt kein Oakwood mehr hier? Kein einziges Oakwood. Okay, ich will ja nicht, dass man hier einfach runtergehen kann. Dann stopfe ich das mal kurz mit Cobblestone zu. Okay. Ein Skybeam-Block könnte ich eigentlich hier. 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 Ich setze den am besten da rein. So. Oder sollte ich den vielleicht hier? Ich weiß nicht. Ich könnte den Skybeam-Block natürlich auch da reinsetzen, wa? Mhm. Sehe natürlich sehr schön aus, glaube ich.
Habe ich noch einen Swordpad-Stall? Ich glaube, den habe ich gerade hier reingelegt, ne? Ja, genau. Genau so sieht es nämlich aus. Und jetzt brauche ich noch ein Schwerti. Nehmen wir hier ein schönes Schwert. Was nehmen wir denn für ein Schwert? Oder nehmen wir hier... Hier so ein Riftblade. Nein, komm, das ist mir jetzt echt zu gefährlich. Ein Riftblade will ich nicht. Ein Kreknoriten. Das soll ja immer so wertvoll sein, sagen immer alle. Ja. Und da rein stelle ich jetzt einfach so ein komisches Scheißteil. Das kann man ja. So. Okay, Leute, dann war es das aber auch erstmal mit diesem Part. Ich weiß, dieser Part war ein bisschen kürzer, aber ich glaube, das macht doch nichts. Ich habe schon oft überzogen. Und in der nächsten Folge, wenn sich das von allen so ausgeht, werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich so eine Community-Besprechungsrunde machen. Und wenn nicht, dann mache ich den Stadtrundgang halt einfach alleine. Ist ja auch kein Thema. Und der 20. Part ist dann einfach das Ende und gleichzeitig das Beste von Hex City, wo ich einfach alle 19 Parts nochmal zusammenfasse und bla und bla und bla. Ne? Ja, gut. Dann war es das für diesen etwas kürzeren Part von Hex City. Aber ich danke trotzdem fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part und ciao, Leute.